Oh my God. Is that real? Yeah. Oh my God. Please help me. Echo, please help me. Dramatisches Videodokument aus Florida. Die Bodycam eines Polizisten zeigt den Einsatz im Zoo. Dort hatte sich laut Notruf eine Reinigungskraft einem Tiger genähert. Der Mann einer externen Reinigungsfirma hatte nach Schließung des Zoos eine Absperrung überschritten und dann mit seinem Arm durch die Gitterstäbe des Tigergeheges gegriffen. Daraufhin biss der 8 Jahre alte Malaysia-Tiger dem Mann in den Arm und zog ihn in sein Gehege. Der erste eintreffende Polizist versuchte, den Tiger von seinem Opfer abzubringen, vergeblich. Dann sah sich der Beamte gezwungen, das Tier zu erschießen. Die Reinigungskraft wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es handelt sich um einen Mann zwischen 20 und 30 Jahren. Dabei war die Reinigungskraft für die Reinigung der Toiletten und des Geschenkeladens des Zoos verantwortlich, nicht aber für die Säuberung der Gehege.